Willkommen, meine Damen und Herren. Für die heutige Folge habe ich wieder einige gute Nachrichten für euch. Und zwar erstens. Der eine Raidchecker von vor 2 Wochen, wenn ihr euch erinnert, bei dem wir den Neifall hatten und dann eben noch 2 oder 3 Raidchecker. Einer von diesen anderen Dödeln ist weggebannt worden vor 5 Tagen. Er hat einen Wackbann bekommen. Er hat keine nennenswerten Skins drauf, deswegen können wir den direkt liegen lassen. Zweitens, alle Suspects von vor einer Woche wurden auch gebannt. Der hat einen Wackbann, dieser Knilch. Auch keine nennenswerten Skins. Der hier hat einen Gamebann, also Overwatch-Bann. Oder zumindest einen Bann, der mit Overwatch zusammenhängt. Und drittens, ihmchen hier, er hat wiederum einen Wackbann bekommen. Darüber hinaus wurden alle anderen Dödel in diesen Demos gebannt, die blatant reingehackt haben, also die eben reingeraged haben. Da haben wir einen, hier haben wir noch einen, das waren die beiden aus dem Wingman, wenn ihr euch erinnern könnt, auf Lake. Er hat wiederum einen Overwatch-Bann bekommen, also einen Game-Bann. Und das hier war noch einer aus dem dritten Case, der hat wiederum einen Wackbann bekommen vor 4 Tagen. Ich habe auch gehört, dass es eine Art Update gab. Oder sowas ähnliches und jetzt Overwatch wieder besser funktionieren würde, beziehungsweise Overwatch überhaupt wieder funktionieren würde. Vor ein paar Wochen hieß es ja noch, niemand wird gebannt, wobei wir das ja eigentlich widerlegt haben. Aber jetzt scheint es wieder extrem gut zu laufen, denn ich habe nach jedem Overwatch, das ich mache, diese blaue Nachricht. Hey. Also von daher, ne, here we go. Neuer Fall, neues Glück. So, und jetzt bin ich gespannt, ob wir diese Luck-Streak an echt guten Fällen, so wie den von vor 14 Tagen mit dem Knife, ob wir das Ding weiterführen können. Okay, also im ersten Moment noch nicht, aber wir haben noch nicht sein Knife gesehen. Ja, nee. Nichts am Start und ab dafür. So, also der hat das volle Programm am Start. Wir könnten ja fast schon anfangen, sowas wie Wetten abzuschließen. Oder zumindest uns ja, zu überlegen, wie lange es wohl dauert, bis der zum Beispiel gebannt wird, der aus dem ersten Fall. Ich sage, der hat seinen Wack- oder Gamebann, was es genau ist, lasse ich mal offen, in 5 Tagen. So, neuer Fall bitte, danke. Nächster Fall, nächster Fall, nächster Fall. Oh, Mirage. Und sogar einer, der gerade ausguckt. Was? Da spulen wir mal noch ein bisschen. Das kaufe ich ihm nicht ab. Muss dir heutzutage leider sagen. Alles klar. Bunny Hopping ist schon mal activated. Oh ja. Die Aim-Unterstützung ist auch voll da. Etwas angenehm, dass er halt nicht auf... dass er halt nicht... um Gottes Willen, nicht direkt auf den Boden guckt. Ich komme gar nicht zum Reden. Es schien eben so, als hätte er den Gegner nach vorne gezogen, um ihn dann killen zu können. Es fehlt mir immer der Frame, schlussendlich, wo ich die Gegner dann um die Ecke kommen sehe. Er macht einen Schuss und dann ist der Gegner auf einmal vor die Ecke teleportiert. Teleport-Hack in Titel? Nee, das wäre etwas arg weit hergeholt. Ach gut, okay, das ging jetzt flott. Der Fall war kickig eigentlich, ne, so wie der andere. Etwas weniger krampfig, aber trotzdem weg. Und ich denke, da machen wir heute auf jeden Fall auch insgesamt 4 Fälle, weil sonst sind wir hier zu knapp. Komm, das Video soll ja auch ein Weilchen gehen, ne? So, dann Fall Nummer 3, her damit. Vielleicht, nur vielleicht, haben wir jetzt ja auch einen normalen Fall mit jemandem, der wirklich schwer zu durchschauen ist. Es ist immerhin Train. Auf Train könnte man einiges erwarten, würde ich sagen. Na, oder? Oh, nein! Herr, lass Hirn regnen. Und, was fehlt den Cheatern? Testosteron? Wahrscheinlich zu 100%. Also vielleicht davon auch ein bisschen was. Kriegt er den? Ah ja. Und ab dafür! Es können doch nur riesige Lappen sein, die Leute, die sowas machen. Und vor allem spielen sie ja dann auch noch auf einer Elo, auf der... doch wahrscheinlich eh hauptsächlich nur andere Cheater mitspielen, oder? Klar ist da immer wieder auch, oder sind da immer wieder auch Legends mit drin, logisch, die sich dann komplett abgefuckt über das Spiel aufregen. Aber wenn ich diese Demos anschaue, dann ist es halt nicht nur immer Suspect 1, sondern es ist mindestens noch ein Gegen-Cheater auf der anderen Seite, wenn nicht sogar mehr, und bei ihm im Team cheaten auch welche. Das heißt, mit diesem ganzen Lowbob-Kack, ihr habt ja auch die Accounts vorhin gesehen, Level 0 und so ein Schotter, die spielen doch dann nur noch unter sich. Ich meine, mir soll es recht sein, wenn, ja, wenn man dann nur noch unter sich spielt. Gegen Legends zu spielen und sowas, kann man ja zumindest irgendwie nachvollziehen, wenn jemand wirklich ganz, ganz, ganz armselig drauf ist. Furchtbar armselig, armselig. Komm, dann kann er halt gegen Legends reinhacken. Aber gegen andere Cheater, in einer Nicht-Hacker-versus-Hacker-Manier, also ich meine, es geht hier ja nicht darum, wer hat den besseren Hack und wir gucken das auf richtigen HVH-Servern, sondern wir gehen hier rein, kacken uns gegenseitig die Windeln voll. Weiß auch nicht. So, letzter und hoffentlich bester Fall. Nummer 4. Und zack. Drücken wir die Daumen und schauen mal rein. Gönn uns doch bitte ein... Oh, das 2. Das ist schon mal sehr schlecht. Meine Expectations sind very low. Oh. Ich fass es nicht. Er hat ihn eben links gesehen, ne? Und hat trotzdem rechts geguckt. Komm, Runde 1. Hayabina, Hayabina, mein Freund. Oder findet ihr, man kann hier viel rausgucken aus dem Warm-Up irgendwie nicht, oder? Also... Warte, wir gucken mal in die nächste Runde rein. Ja, naja.
Okay, okay. Ja, also gerade am Anfang wirkt es so, als wenn er immer drauf lockt. Seht ihr das? Aber es ist wohl einfach dieses Anhalten und zurückteleportiert werden für das Warm-up, oder? Es schien zumindest eben... Oh, shit. Einer spinbottet. Oh no! Also er sieht, er hat schon mal einen Spinbotter jetzt gesehen. Der Grund für "Ich hab dagegen" wäre vorhanden. Also jetzt bin ich gespannt, ob er das macht. Der kleine Grasdackel. Läuft er direkt los oder stellt er ein? Wie er guckt. Weil, Jungs, ich muss jetzt auf den Desktop. WWW, meine Windel ist wieder... Mama, Schüssel! Oh Mann, ab dafür! Ich hoffe sehr, dass diese Unterstellung bzw. Vermutung der Community, die gerade ja vorherrscht, dass am Anti-Cheat was gedreht wurde, dass es auf jeden Fall wahr ist. Ich würde sagen, die Zahlen aktuell beweisen oder scheinen es zu beweisen, dass zumindest im Nachhinein die Fälle schneller und besser bearbeitet werden. Also wir haben jetzt viel mehr Bans in viel kürzerer Zeit als noch vor Wochen und Monaten. Ich drücke uns ganz fest die Daumen, dass die ganzen Kackstelzen hier, also die alle vier heute eigentlich, dass die alle vier gebannt werden. Es wäre höchst wünschenswert. Die von letztem Mal wurden alle gebannt. Von vorletztem Mal sind noch eine oder zwei Personen unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir vorletztes Mal drei oder vier Fälle gemacht haben. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber wir haben wieder eine recht gute Rate. Und das Mal davor wurden ja alle Suspects gebannt. Also, und ich betone das hier extra nochmal für die ganzen Grasdackel. Ich spreche ja von Bans, auch wenn das ein Wack oder ein Gameban ist. Egal, ich sage einfach, die wurden gebannt. So, weg, du stinkende kleine Ratte. Falls ihr irgendwas gehört habt von wegen, hey ja, da wurde irgendwas geupdatet Richtung Security, vielleicht habt ihr ja sogar ich habe den Changelog nicht gelesen, vielleicht steht es ganz fett im Changelog drin, jetzt werden übrigens alle gebannt. Falls jemand was weiß, gerne reinballern. Sanse, wenn du auch irgendwelche neuen Zahlen hast bei dir, dass da auch gerade viel mehr Leute gebannt werden, raushauen. Alles klar, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis morgen im Livestream, 18 Uhr geht's wieder los, dann wird wieder geballert und das nächste Video kommt am Mittwoch. Wir sehen uns, vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes und so weiter und so fort. Later, aber nicht ganz later, denn meine Patreons und Kanalmitglieder wollen noch eine Nennung und die bekommen sie auch. Much thanks.